Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valiant Hearts. Wir befinden uns mit Karl auf dem Weg nach Samhiel, 39 Kilometer entfernt von seiner geliebten Ehefrau und seinem Kind, das er noch nie gesehen hat. Jetzt müssen wir mal gucken. Also schon gesehen, aber nur als kleines Baby. Also noch nicht. Boah, schnell verstecken. Gendarmerie! Und alle denken, dass er eigentlich tot ist. Oh Gott, 5 neue. Das finde ich wieder so doof. Die oberen werden alle alte sein. Deswegen fange ich mal bei einem der älteren an. Was ist in diesem Kriegsgefangenenlager passiert? Warum haben sie Karl erschossen? Ich hasse diesen gottlosen Krieg. Wie kann ich Marie erzählen, dass Viktor seinen Vater nie wiedersehen wird? Tja, der lebt aber noch. Und hier davor haben wir auch noch einen. Heute habe ich im Militärlager mit meiner Ausbildung begonnen. Ich muss immer an Karl denken. Der vermutlich in Deutschland dasselbe tut. Die Kriegserklärung. Ah ne, wir sind bei Teil 1 hier, das kann nicht sein. Das ist falsch, das war das. Freddy lebt noch. Er hat sich seinen Spitznamen Lucky Freddy redlich verdient. Und unseren tapferen Volt hat es auch geschafft. So schlecht stehen die Dinge also gar nicht. Genau, der ist mit dem Panzer da nochmal weggebrochen. Alle nennen mich Lucky Freddy, wenn die wüssten. Es hat nichts mit Glück zu tun. Es liegt an dir da oben, also seinem Eheweib, was gestorben ist. Und wie du auf mich herableuchtest und mir den Weg zeigst. Ich denke jeden Tag an dich, Liebling. Ich konnte es nicht. Sein Leben lag in meinen Händen und ich konnte es nicht, ihn zu töten. Hätte dich nicht zurückgebracht. Und du würdest nicht sehen wollen, wie ich jemanden töte. Er war es nicht wert. Also da geht es um diesen Generaloberst von Dorf, der seines Kommandos enthoben wurde. Den hat er einfach nur derbe verprügelt. Jetzt hält mich nichts mehr hier. Wenn ich diesen verdammten Krieg überlebe, komme ich wieder nach Hause. Lieber Gott, Karl ist tot. Er hat immer über seinen Sohn Viktor gesprochen. Und als er mir erzählt hat, Viktor sei krank, hatte er so einen seltsamen Blick. Er muss versucht haben zu fliehen, um seinen Sohn zu sehen. Das ist furchtbar. Wie soll ich das Emil beibringen? Endlich habe ich meinen Vater gefunden. Ich danke dir, Freddy, dass du ihn aus dieser Hölle geholt hast. Ich wage es nicht mehr, mit Emil zu reden. Karls Tod hat ihn völlig niedergeschmettert. Emils Moral verschlechtert sich mit jedem Tag. Er hat seit Monaten nichts mehr von Marie und Viktor gehört. Wahrscheinlich liegt es daran, dass Samhiel vor der Welt abgeschnitten ist. Ich befürchte das Schlimmste. Ich werde sie besuchen. Sicher lassen sie eine Krankenschwester durch die Linien. So, haben wir noch zwei. Den Karl, den wir gerade spielen, machen wir als letztes. Viktor ist krank. Er hat seit 3 Tagen nichts mehr gegessen und ist ganz blass und schwach. Er braucht Fleisch, aber ich habe nichts mehr für ihn. Ich hoffe, es geht ihm bald wieder besser. Karls letzter Brief hat mich beruhigt. Er kann wieder laufen. Eine Schwester kümmert sich im Gefangenenlager um ihn. Immer noch keine Nachrichten von Karl und Vater. Heute werden es 4 Monate. Was mag ihnen zugestoßen sein? Ich muss aufhören, mir Sorgen zu machen. Vielleicht kommen einfach keine Briefe mehr durch. Ich wage nicht, mir Schlimmeres auszumalen. Viktor braucht seinen Vater und ich auch. So, Karl. Da wollen wir mal gucken. Hey, nein, nicht du. Es ist mir gelungen zu entkommen, ohne mir eine Kugel einzufangen. Es war ziemlich knapp. Der arme Wilfried, der hat mir das Leben gerettet. Außerdem hat er im letzten Video, falls ihr es nicht gesehen habt, hat er die Hundemarke ausgetauscht. Damit sie dachten, sie hätten ihn getötet. Aber jetzt denken alle 4 Hauptcharaktere, die anderen, dass er gestorben ist. Es war ziemlich knapp. Der arme Wilfried hat mir das Leben gerettet. Ich muss nach Samhiel. Halt aus, Viktor. Ich komme. Ich irre jetzt schon seit 4 Monaten durch die Gegend. Ich bin so hungrig. Aber ich kann mich nicht in die Ortschaften wagen. Ich habe es versucht, aber sie haben meinen Akzent herausgehört. Ich wäre beinahe festgenommen worden. Ich muss vorsichtig sein. Was isst du? Oh, da oben weint ein Kind. Und irgendwelche bösen Hunde sind da. Ah, und wir kriegen noch mehr Informationen. Fakten. Der Winter.
Im Winter verschlimmerte sich die Lage der Soldaten in den Schützengräben der Westfront noch weiter. Sie litten unter Kälte und Feuchtigkeit und in den Kriegswintern lag die Temperatur häufig unter 0 Grad. Viele mussten wegen erfrorener Gliedmaßen ins Lazarett, wo die abgefrorenen Körperteile meist amputiert wurden. Im sogenannten Steckrübenwinter 1916 bis 1917 kam es in Deutschland zu einer schweren Hungersnot. Ich mach dich kalt. Oh, nein. Der Hund oder Wolf hat mich kalt gemacht. Nicht gut. Also, falls wir irgendwo was... brauchen irgendeine Waffe, einen Stock oder sowas. Oder Feuer, noch besser. Gehen wir da also erstmal nicht hin. Und sehr wahrscheinlich wird das Kind uns zu seiner Familie bringen, wird sagen, er hatte, dass wir ihn sie gerettet haben. Und dann kriegen wir bestimmt auch Essen. Okay. Du sollst dir die Waffe da nehmen. Wieso nimmst du die nicht? Ah, hier, Stock. Können wir werfen. Ah, du vermisst dein Kind. Okay. Guck ich doch mal, ob ich da was machen kann. Nein, kann ich nicht. Schande. Wieso kann der auch nicht diese Heugabel da nehmen? Und wieso kann ich hier draufklettern? Ist hier irgendwo was? Sehe ich irgendwas nicht? Was ist das da oben für eine Klappe? Da ist eine unsichtbare Wand. Habe ich vielleicht falsch geworfen? Kann ich hier auf die werfen irgendwie? Ah, dann sind wir direkt erwischt. Ich dachte, ich muss sie vielleicht irgendwie zu den Wölfen locken. Oder Hunden oder was das da sind. Vielleicht muss ich auch irgendwie ein Feuer machen. Vielleicht, wenn ich das zu den Schnee runterwerfe. Und das bringt nichts. Ne? Da oben der Schnee. Ah, nee, die rennen hinter dem Stöckchen her. Ich verstehe. Ja, durch Zufall geschafft, was ich gar nicht wollte. Ja, die nehmen mich bestimmt auf und verarzten den. Okay, das war die Luke, die wir eben gesehen haben. Wir wollen natürlich auch keine Probleme der Frau und dem Kind bereiten. Mit dem Pferd könnten wir vielleicht wegreiten. Oder wir ziehen uns hier um. Das sind Klamotten. Ah, sehr gut. Halt. Kannst du nicht drüber klettern? Kannst du das Pferd nehmen? Nein. Oh, oh, am besten erst gar keine Begegnung. Erschöpft und ausgehungert musste sich Karl eingestehen, dass er Saint-Mihiel niemals erreichen würde. Während seine Kräfte schwanden, hielt das Schicksal noch eine Überraschung für ihn bereit. Sie waren nur noch wenige Kilometer von Saint-Mihiel entfernt, als ihre Hoffnungen erneut zerstört wurden. Ach du Scheiße. Was kommt jetzt wieder? Ja, aber lass doch den Karl das nicht machen. Der soll sich irgendwo im Auto verstecken. Muss der hier noch quatschen? Du willst einen Reifen haben, okay.
Ich besorge dir einen Reifen. Hier, kannst du das vom Fahrrad abmachen und dann nicht mehr hier lang. Okay. Ah, eine Uniform. Wir müssen uns nochmal verkleiden. Ja, hier ist eine Leiter. Schauen wir mal. Oh. Ich glaube, wir brauchen erst die Uniform. Was auch immer da unten ist. Ah! Nein. Oder auch nicht. Können wir hier vielleicht noch was anderes machen? Kann der Hund die für mich holen? Hey, Wolf! Wir müssen in dem Moment, wo die Wache nicht nach rechts schaut. Jetzt. Renn. Ah nee, bleib hier hinter. Sehr gut. Dreht er sich um? Ah, okay. Das geht nicht. Ich muss das aber testen. Aber da wir das dann hier so machen können, vermute ich, dass wir da komplett nach links können. So wahrscheinlich von einem Regal zum nächsten. So, schnapp dir mal eine Wurst. Oder ein Brot. Das macht die sauer, sehr gut. Schnappen wir uns doch mal hier diese Uniform. Dann können wir auch da oben hoch, bestimmt. Am besten, du schnappst dir auch noch das Essen hier, aber das nimmt er nicht. Sack mit Kleie. Weizen wurde rar, also wurden andere Getreidesorten verwendet, um Mehl für das Brot zu gewinnen. Weizenkleie ist etwas dunkler und besteht überwiegend aus Ballaststoffen, die reich an Vitaminen und Mineralstoffen sind. Heutzutage wird sie für eine ballaststoffreiche Ernährung verwendet, damals war sie ein Zeichen der Not. Mhm. Können wir da auch noch rechts lang? Haha, wir können auch noch hier hin, aber warum? So kommen wir an diese Uniform da. Vielleicht sollte ich aber erstmal ins Gebäude nochmal. Vielleicht können wir da draußen nämlich noch irgendwas machen, Da konnte man ja auch nach unten gehen. Ist da irgendwo was? Französische Banknote. Mhm. Nicht wichtig. Also nicht spielentscheidend. Ist die Frage, soll ich oben schon raus? Vielleicht brauche ich auch die Uniform irgendwo hier. Lieber mal testen. Komm auf jeden Fall hier dran jetzt vorbei. Hast du den gesehen? Nein, natürlich nicht. Passport! Ich hab kein Passport. So. Bin einer von uns Jungs, von euch Jungs. Oh ja, sehr guter Junge. Verstehe, du willst Wein haben. Schauen wir mal, was wir da machen können. Oh, ihr habt Wein. Lasst mich mittrinken. Ja. Ruff, ruff, ruff. Hier, guck mal, was ist das denn? Buddel mal. Mütze eines französischen Gendarmen.
Ach du Scheiße. Der lässt mich da nicht mit rein. Kann ich da oben auch den Wein irgendwie langhangeln? Ah, als Gendarm darf ich da aber dran, sehr wahrscheinlich. Okay, das ist doof. Dann muss ich mich einmal nach oben und muss einmal nach links das Teil wieder bringen. Ja, du lässt mich damit nicht durch, ich weiß. Deswegen ist das jetzt ein bisschen rumgerenne. Also, wir ziehen uns einmal um. Nee, wir brauchen ja sowieso das Teil. Schön nach links. Holen uns eine Flasche Wein und ziehen uns um. Gehen wieder nach oben und ziehen uns wieder um. Ja, so müssen wir es machen. Ja, damit. So, einmal umziehen. Rüberbringen. So, wir kommen bestimmt vorbei jetzt. Ja. Okay. Halt, du darfst hier nicht lang. Ich weiß. Kein Problem. Und ihr werdet mich auch nicht wiedererkennen, weil ich mich mega gut tarne. Und wenn doch, dann sage ich einfach, ich verkaufe schicke Lederjacken. Wie bei Indiana Jones 3. Hallo, ich hab den Wein. Hey, amène-moi petit sabin. So, Hund. Guck mal, jetzt kannst du da hinten hin. So, was brauchen wir hier? Wir brauchen ja auf jeden Fall hier diese Kiste, oder? Sieht nach Werkzeug aus. Hm. Und damit nichts zu tun. Postkarte. Sinnliche Frau. Hey, Wall! Aha, wir haben jetzt die Uniform, die einen höheren Rang hat. Ich verstehe. Blut verschmiert. Ja, genau. Steht ja still. Sag das nicht zu laut. Ja, brav. Die wundern sich gar nicht, warum schleppt er hier so einen großen Reifen. Na gut, jetzt soll es recht sein. Schauen wir mal, was ich gefunden habe. Okay, Verfolgungsjagd. Nicht gut. Dynamitstange nach hinten werfen. Oh, das geht. Sehr gut. Ah, wir sind erwischt worden. Haben wir noch unendlich. Wie kann ich den verletzen? Scheint dem total egal zu sein. Du musst das erst irgendwie aufmachen. Boah! Sag mal, geht's noch? Ich glaube, den kann ich nur ausweichen. Also die Klappe muss auf sein. Klappt nicht auf, das klappt nicht. So, den muss ich wieder ausweichen. Au. Das hat weh getan.
Da, rein damit. Achtung, MG-Feuer! Ah, so ein Mistvieh. Okay, wir können es nicht nach... Mach die Klappe auf! Oh! So, wir qualmen schon, das ist gar nicht gut. Vermut mal, mehr als einen Treffer halten wir nicht mehr aus. Es darf nichts schief gehen. Uah. Uah. Oh. Komm, mach die Klappe nochmal auf. Ah! Shit. So ein Mistvieh. Autsch. Schande. Schon Schaden genommen. Da, jetzt haben wir die Chance. Zerstöre es! Oh. Yeah! Wir haben es geschafft! Awesome! Samuel. Endlich. Valiant Hearts. The Great One. Kapitel 4. Hölzerne Kreuze. Gut, Steffen Break. Bis demnächst. Euer Chojin.